Hallihallo, hallöle und willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Togabayon. Wir müssen jetzt erstmal den Shugo hier ansprechen. Also ja, genau. So. Und nicht die Lani einflüstern, geht da mal rüber, den anderen Shugo will ich. Okay, gut. So. Du hast jetzt auf jeden Fall wieder 4000 davon von der RGK, ne? Das heißt, du musst, glaube ich, nach rechts oben, ich glaube, oder ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, oder ihr müsst beide irgendwo hin. Das wird jetzt schwierig. Ich weiß es leider wirklich nicht. Bleib erstmal rechts oben. Ich schaue mir das gleich erstmal an. Ich komme auch gleich erstmal mit nach oben. Und dann schauen wir uns das mal an. So. Ja, machen wir. Hier kannst du eigentlich im Grunde genommen, das mache ich. Du musst, glaube ich, noch auf die linke Seite. Geh mal auf die linke Seite erstmal. Geh auf die linke Seite. Geh auf die linke Seite. Links. Geh zu der. Ja, ja. Muss ich das machen? Ist ja schlimm. Und dann immer da Gift machen, wo sie nicht ist. Ich wusste es jetzt noch nicht ganz genau. Lalalala, okay. Okay. So, aber wie gesagt, ist ja eigentlich mit den ganzen Sprüchen ist das eigentlich relativ easy. Na gut. Ja, ist halt auch egal. Mit den Sprüchen, gut, das ist auch schon weg. Okay. Jo, okay. Gut, hier ist alles soweit solide. Okay, dann bleib bei ihr bitte. Der Skill reflektieren das Edelfeld habe ich noch gar nicht umgeguckt. Was macht der? Der macht nur, das ist egal, den kannst du erstmal ignorieren. Okay. Der ist mir für später vielleicht mal noch wichtig. Wie gesagt, bleib bei ihr erstmal, das ist soweit okay. Bei mir ist jetzt hier auch schon der Boss. Pum pum. So, wo ist sie? Da drüben. Genau, okay, gut. So, jetzt haben wir jetzt hier den Boss in der Mitte. Und das ist so der zweite Mini-Boss halt auf jeden Fall, ne? Das ist schön, so, da freue ich mich. Da freue ich mich auch. So, und zack. Komm, geh down. Stirb, Miniboss. Und wir haben einen Kartenteil, das ist gut. Da musst du dann warten, bitte, am Ende. Dann muss ich mir das gleich nochmal genauer durchlesen, wie das so funktioniert. Kartenteil? Wir haben einen Kartenteil. Du müsstest jetzt 4 verschiedene Kartenteile in deinem Inventar haben, hoffe ich zumindest. Weiß ich nicht, kann sein. Das gibt nämlich nochmal extra Schlüssel dann. Ich habe 1, 2... Achso, 4 verschiedene Kartenteile, ja. Ja, das ist gut. So, hier. Kartenteil 3, warte mal. Kartenteil 2, 3, 4, doch. Ist schon richtig. So, und jetzt, wen hau ich jetzt? Keine Ahnung. So, und jetzt habe ich nochmal 2 Kartenteile. Jetzt geht's hier in der Mitte erstmal. Jetzt gerade nicht, so, ja. Jetzt wird's hier nochmal in der Mitte heftig. Ich stelle nur ganz kurz um die Verteilung, weil das jetzt, normal oder besser, zack. Ja. So, jetzt. Mach mal die Räuber hier drüben, oder bin ich hier falsch? So? Ja, kannst du machen. Alles soweit okay. So, hier gerade die Generäle in der Mitte noch. Okay, gut, gehen wir nach rechts zum Boss. Ich mache hier links noch. Und dann ist das ist jetzt in der Endboss auf der rechten Seite. Und dann passt das auf jeden Fall. Das ist toll. Okay, Mitte ist soweit okay. Hier können wir auf jeden Fall nochmal heilen. Und jetzt können wir im Grunde nochmal alles verpulvern, was wir noch haben hier. Ich mache hier nochmal so einen Heilspruch drauf. Achso, jetzt habe ich den doppelt drauf gewirkt. Na, ist egal. Warte mal, was hat sie gesagt? Auf weiß bitte. Hab ich schon. Okay. So. Wird schon werden. Müsste ich eigentlich haben, oder? Ja, genau. Genau. No.
Die dumm, die dumm, die da, ich hau dem einfach alles rein. Mhm. Komische Vogel hier. Und in dem Fall stimmt das ja sogar. Ist ein Vogel. Juhu. Jo, ist gleich vorbei. Wie gesagt, bei dem Kartenteilen musst du halt auf jeden Fall warten, nicht, dass du da irgendwas drückst und klickst. Weil da gibt's nämlich, dürfte es eigentlich extra Schlüssel diesmal geben. Mhm. Für uns. Na ja, gut, hätten wir auch abbrechen können, naja, ist egal. Wen hätten wir abbrechen können? Ja, ich hätte nur mit einem Kältefluch hätte ich den abbrechen können. Ach so. Ja. Warte mal. So, zack, hier nochmal plündern, zack, oder? Zack, zack. Okay. Wir haben einen einzigen Schlüssel bekommen. Oh, ist das schlecht. Scheiße. So, Silbermedaille der Kaiserin, ein gewöhnlicher Schlüssel und ein Schuko-Münzbeutel. Alles nehmen? Ja, alles. Ja, warte mal, ja, oh, nimm mal, ich keine Ahnung, was jetzt hier. Geh mal her. Lass mich mal. Was rein. Denn? Achso, ja, nimm mal erstmal alles außer die Silbermedaillen. Ja gut, so, das werden die sowieso verteilt. Ja. So, ja. Ich würfel mal drauf. Gut, würfel du. Ich nicht. Ja, du auch, du kannst auch drauf würfeln. Mach mal jetzt hin hier. So, okay, gut, ich hab das jetzt bekommen. Jetzt hol noch eine raus. Ich passe. Ich habe ja schon eine. Und du passt jetzt auch, bitte. Okay. Okay, so, Schika hat das jetzt auch noch bekommen. Okay, gut. So, jetzt müssen wir nochmal schauen. Jetzt war hier irgendwo was mit der Quest gewesen. Jetzt muss ich nochmal hinterlassen. Spuren am alten Altar. Jetzt muss ich mal gucken hier. Eventbelohnung für die stetigen Mühen. Warte mal, ich muss mir das mal durchlesen, wie das jetzt war. Geheimnis von irgendwas. So, also, wie war das jetzt hier? Hinterlassen Spuren. Also, du müsstest jetzt noch eine Event-Quest haben. Die nennt sich Geheimnis der Schatzkartenteile. Das ist Stufe 45. Warte, muss ich mal gucken, ja. Schau mal nach, bitte. Die hatten wir damals nämlich nicht gemacht. Wo ist die? Ja, unter Quest. Unter Quest. Quest, ja. Geheimnis der Schatzkartenteile, ja, genau. Genau. So. Bringt eine glänzende Truhe zum Altar. So, glänzende Truhe war, glaube ich, dass man... Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, das war so. Warte mal. Oder? Mhm. Muss ich ja nochmal... Ich weiß es nicht. Ja, überlass dir Zeit, lass dir Zeit. Ja, genau. Weil das, wie gesagt, das kannst du jetzt nur, wenn du das jetzt einmal hast, dann ist es in Ordnung. Ich glaube, es war so, dass wir jetzt das jetzt zusammen craften. Warte mal, die hat sich empfunden kann. Ne? Genau. So, das heißt, wir klicken jetzt erstmal. Moment, ich probiere das erstmal. Genau. So, genau. Die Kartenteile werden zusammen gecraftet. Einmal, da bekommen wir eine Truhe heraus. Ne? Wie mache ich das? Einfach einen Rechtsklick auf die Karten, auf irgendein Kartenteil. Das craftet sich dann automatisch. So, okay. Die Truhe allerdings nicht öffnen, sondern gehen wir jetzt zu dem Dingens und dann können wir hier das Geheimnis der Schatzkarten-Dingens und dann bekommen wir hier als Standardbelohnung 5 Schatzkisten und einmal die Truhe wieder zurück. Mhm. Und der Geheimnis der Schatzkartenteile platziert die glänzende Truhe. Genau. So, dann bekommen wir jetzt 5 Schlüssel, also haben jetzt 5 Schlüssel bekommen, hatten ja auch vorher schon eine Schatzkistenschlüssel, hatten wir auch schon gehabt. Jo. Und dann können wir jetzt nochmal unsere glänzende Truhe öffnen. So, okay. Ich habe jetzt nochmal Silber bekommen, hast du nochmal was Höheres bekommen? Glänzende Truhe zerlegt, ich weiß gar nicht, achso, Gold habe ich bekommen. Das ist ja gut, dann kannst du bei Gold reingehen, Gold hat manchmal die besseren Belohnungen. Oder so. Aha, warte so. Mal, ich habe hier noch eine andere Quest, die kann ich ja auch abgeben, ne? Ja, aber das bringt's glaube ich nicht unbedingt, die war glaube ich ziemlich useless, die wir da vorher angenommen haben, die war ich meistens nicht so der Fan gewesen, muss man nicht unbedingt machen. So, also ich kann bei Gold reingehen, weil ich habe einmal Gold. Genau. So, nun ist es so, ich bin mir nicht sicher. Also früher war es mal so gewesen, dass, glaube ich, die großen Kisten entweder 3 oder 5 Schlüssel verbraucht haben. Ich glaube 3 und die kleinen Kisten 1 Schlüssel. Naja, gut, grundsätzlich war es, glaube ich, so, dass die größeren etwas mehr drin hatten. Allerdings, dass die Wahrscheinlichkeit auf den Loot bei den kleinen Kisten genauso gegeben war. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal ein paar kleinere Kisten aufmachen. Das ist jetzt auch egal. Ja, mache ich mal ein paar kleinere Kisten auf, okay. Ja, ich denke, das wird die bessere Variante, weil die großen sind dann doch ein bisschen teurer. So, und ihr tragt so viele Gegenstände bei euch, ist ja toll. Die anderen, die Kartenteile kann ich ja jetzt eigentlich weghauen, oder? Ja, die Kartenteile kannst du jetzt weghauen. Die hau ich auch mal weg. Wenn du noch irgendwelche Flüche oder sowas in die Richtung hast, die können auch weg. Das weiß ich nicht. Habe ich hier, ist das einer? Ja, Kältefluch. So, Prototyp der Hose des Tiefsee-Chapier. Wird als Rohstoff verwendet. Mhm.
Ich habe auch was Cooles bekommen. Evolutionsstein. Sieht lila aus. Sieht wertvoll aus, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Können wir ja dann vielleicht gleich nochmal im... Ich habe 90 Tränke bekommen. Oh, teuer, richtig teure Tränke. Eine Kiste kann ich noch aufmachen. Gucken wir mal, was wir da noch drin haben. Achso, ich brauche einen Schlüssel. Nee, okay, gut, dann kann ich doch nichts mehr aufmachen. So, Schuko Münzbeutel, was habe ich denn hier noch gehabt? Bündel der Ehre. Achso, ja, irgendwas mit Abzeichen der Eroberung. Okay. Naja. Ja, genau. Okay, ich habe noch einen Schlüssel, aber keine kleinen Kisten mehr. Achso, oh, das ist natürlich blöd. Naja, gut, dann ist es halt so. Ja gut, dann kannst du es nicht ändern. Was soll ich denn da jetzt machen? Ja, ich weiß. Der andere. Hast du irgendwas Schönes rausbekommen? Weil manchmal ist auch gutes Equipment drin irgendwie. Oder also ich habe hier Prototyp der Hose des Tiefsee. Ich habe hier. Schick mir das mal rein. Du machst die Slash also in die Gruppe und du drückst dann STRG und Linksklick. Nee, Rechtsklick war das gewesen. Dann auf das, was du halt rausbekommen hast. So, mhm. So muss das dann halt aussehen. Also im Inventar dann halt STRG und Rechtsklick, wenn du den Chat geöffnet hast. Wenn ich mir mal die Hose mal anschauen kann. Ist das so? Hast gelesen oder? Nee, ich hab's nicht gelesen. Da waren komisch, nenne nochmal. So. Okay, aber war noch nicht auf Gruppe umgestellt, richtig. Hm. So. WIP. Also. Und dann habe ich noch Prototyp, den Badana TFC Chapir. Achso, okay, gut, das weiß ich jetzt nicht. Müsste ich ja fragen, was das jetzt alles ist. Ich würde es auf jeden Fall erstmal aufheben, weil die Sachen, die man jetzt hier rausbekommt, die sind meistens wirklich immer sehr, sehr wertvoll. Und die Kelche, was mache ich mit den Kelchen? Das sind ja wieder die AP-Items, die wir ja später irgendwann mal auf jeden Fall mal eintauschen wollten. So, ich gehe jetzt erstmal raus aus dem Kaisergrab und wir können ja einfach mal sagen, dass wir mal zum Handelsagenten gehen. Ich glaube, den Handelsagenten können wir zumindest, können wir da reinschauen. Wir können nichts kaufen, allerdings können wir erstmal uns zumindest mal einen Überblick verschaffen, wie wertvoll sind die Sachen oder sowas in die Richtung. Und vielleicht ist das handelbar zum Beispiel, das andere. Ja, das andere ist zum Beispiel auch handelbar. Gucken wir mal schauen. So, das heißt, ich nehme jetzt einfach mal den neuen Evolutionsstein. Suchen. Ja, der ist ziemlich wertvoll. Der kostet 100 Millionen. Okay. Verzauberungsstein Stufe 5 habe ich noch. Ich weiß nicht. Stufe 5. 5. Hast du den rausbekommen jetzt hier aus dem... Gerade eben aus einem Beutel. Achso. Den ich auch da drin hatte. Dann habe ich hier noch Bündel der Ehre. Ja gut, ja, so teuer sind die Dinger nicht. Die kosten 10 Millionen. Das ist ja nicht ganz so viel. Wir gucken auf jeden Fall hier nochmal einen Prototyp. Ja. Prototypen des... Ja, wie gesagt, wir wissen das halt überhaupt nicht. Ich weiß das auch überhaupt nicht mehr, weil da so viele Sachen immer neu dazugekommen sind. Ja, so viel ist das nicht wert. Prototyp des Bandanas. Prototyp... Achso, des Bandanas, wie hieß das anderes? Achso, der Hose. Bandana 8 Millionen. Und der Hose, ja, 12 Millionen, immerhin. Okay. Aha. Und was macht man jetzt damit? Ja, aufheben. Gut. Dann müssen wir wohl nochmal zum Lager, wenn da noch Platz drin ist. Genau. Wo finde ich das Lager gleich wieder? Wo war denn das hier wieder? Am besten beim Lagerverwalter halt, ne? Also hier bei mir, ich kann dich erstmal wieder nochmal in Gruppe laden. Das wäre vielleicht nochmal eine Maßnahme erstmal. Du bist doch in Gruppe. Achso, stimmt. Oh. Okay, ich dachte, wir sind nicht mehr in Gruppe. Doch. Okay. Das hätte ich über den Gruppenchat schicken können. Achso, ja, dann natürlich, ja, klar. Das war gerade ein bisschen mein Fehler. So, okay, auf den Weg. So, Lagerverwalter, mal schauen, hast du noch Platz? Nein, nicht mehr viel. Ach nee, das war ja. Guck mal, was hast du denn am meisten reingetan? Also ich sortiere da gerade auch mal zum Beispiel ein bisschen kurz aus. Privates Lagerhaus, da habe ich es oben. Also ich habe drin 3 Bonbons des Sonnenlicht in Quillform. Eine Event-Sammelschriftrolle des Gebieters, keine Ahnung, was die macht. Eine geringe uralte Krone, eine mächtige uralte Krone, Eintrittsschriftrolle für die Traubenmeerhöhle, glaube ich, sollte ich mal lagern, hast du mal gesagt. Chromé des Prozesses, ich glaube, das Ding kann weg. So, Schriftrollen des Laufens, Tausende, geringer uralter Kelch, ich weiß nicht, was das war.
Schlechten Zugang kann man NCT gegen Abyss-Punkte eingetauscht werden. Ah, alles klar. Stigma-Scherben. Event-Schriftrolle des Gebieters zur Verbesserung der Herstellungsfähigkeiten. Ein Rezept für die Fähigkeit kochen. Das kann aber auch weg, denke ich. Mächtiges Serum der Wiederherstellung. Die kann ich mal mit rausnehmen. Und was haben wir hier? Ein Stab. Stab schmeiße ich auch einfach irgendwo anders hin. Jo, mach das mal. So. Dann hauen wir da mal erstmal Prototyp. Und sonst. Oh, alte Kelche. Das weg. Und das weg. Naja. So. Und was jetzt noch? Ich weiß nicht, dass du halt irgendwie erstmal ein bisschen Platz halt nochmal rausbekommst. Aus der ganzen Geschichte. Ja. Ach, den Schatzkistenschlüssel konnte ich übrigens mitnehmen. Kann ich den behalten? Soll ich den behalten? Oder ja, kannst du erstmal behalten. Pack den halt mal wegen ins Lager, Inventar oder sowas in die Richtung. Keine Ahnung. Da werde ich ihn wahrscheinlich nie wieder suchen, aber ist okay. Da kann man dann nochmal rein? Nee, wahrscheinlich nicht, auch. Ne? In die Schuhe ins Sand, so, kann man selten, denke ich mal. Ja, 17 Stunden dauert das. Nee. Das lohnt sich somit nicht. Nee. So, zack, das noch weg, das noch weg. Jo. Erstmal immer ein bisschen Platz schaffen, ne? Das ist natürlich auch wichtig. Ja, Platz. Dass mir Platz, irgendjemand schreit mich da ständig an. Ich voll doof. So einen Haufen Eintrittsschriftrollen habe ich noch im Dingens. Brauche ich die? Gute Frage. Kommt drauf an. Also ich habe hier einmal Rentus Basis, Atura Mantor, Besch. Und brauche ich die im Inventar oder? Nee, Lager halt auf jeden Fall. Aber eigentlich. Gut, ich glaube jetzt nicht, dass wir die großartig dann nochmal nutzen werden, muss ich sagen. Okay. Aber gut. Ich kann es auch verkaufen, also ja, na gut, dann muss ich es ja hier behalten, weil irgendwie habe ich gerade keinen Platz oder so. Hopp. Mir immer extrem viele Sachen aufgehoben, ich weiß nicht warum, aber. Ja, ich auch, weil ich ja nicht weiß, was ich brauche und was nicht. Ich kann es halt jetzt auch nicht sehen, halt bei dir, ne? Das ist halt ja, ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig, aber lässt sich ja nicht ändern. Ja, genau. So, was hat man noch? Wir hatten uns, würde wahrscheinlich dann fehlen. Moment, P. Genau. Fehlt uns denn überhaupt dann? Uns würde dann der Armreif fehlen. Der hat allerdings keine Dinge drauf. Wir gucken mal ins Lagerhaus. Haben wir denn da noch was? Wir hätten hier noch 46, 51 Sonnen gedrängt. Naja. Gut. So ist das. Genau, so ist das halt. Loop. Schugo-Münzen habe ich ein paar. Juhu. Das ist halt auch so eine Frage. Was sortierst du aus, was nicht? Ja, klar, Kopf, natürlich. Ich den Lager, solange wir es nicht nutzen, brauche ich nicht mehr rumschleppen. Guck mal, was man da machen kann. Ich bin gerade mal am Vergleichen der Stats. Ja. So. Oh, das Outfit sieht auf jeden Fall gut aus, ne? Gut ausschauen tut's. So, ich geh mal irgendwo was verkaufen. Einfach ein bisschen Müll loswerden. Oh, es wären halt 1,6. 1,6 darauf, ne? 1,6? Ich weiß ja nicht, was du gerade machst. Ich teste gerade, ob das Set unbedingt besser ist oder nicht, oder wie auch immer. Ach so. Ne? Und schau mir da gerade. Ja, das mache ich dann vielleicht offscreen. Da können wir ja dann immer noch. Ja, gut, gucken. Ich kann's dir ja trotzdem sagen, dann. Ach so. Das ist ja. Na gut. Solange du noch beschäftigt bist, ist es ja in Ordnung. Ja, und die Händler waren ja in der Mitte. Lalalala. Da oben, genau. Huch, hängen geblieben. So, ich würde aber trotzdem sagen, wir beenden mal hier die Folge, die ist schon bei 19 Minuten. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss. Tschüss.